Oh mein Gott, ich habe gerade die ganze Lektion aufgenommen für dich und für mich natürlich hauptsächlich, weil es um meinen Geisteswandel geht und habe gemerkt, ich habe das falsche Mikro verwendet und man hört so gut wie gar nichts. Aber ich wollte auf jeden Fall mit dir dennoch diesen Moment in der Verbindung verbringen zu Lektion 79. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Diese Lektion ist eine meiner absoluten Lieblingslektionen, denn es macht einfach kurzen Prozess mit der Gesamtidee von Problematik und hebt alle Ideen auf, dass die Probleme vielfältig sind und macht einen ganz simplen Lösungsansatz und sagt, okay, lass dir das Problem zeigen, gib nicht selber vor, was das Problem ist, sondern geh mit Jesus in eine Zusammenarbeit, in der ihm erlaubt wird, durch dich, dir das Problem zu zeigen, wie es wirklich ist. Denn in dem Moment, in dem du das erlaubst, siehst du auch, dass das Problem gelöst wurde. Lektion 79, lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und da heißt es, ein Problem kann nicht gelöst werden, wenn du es nicht erkennst. Selbst wenn es bereits gelöst ist, wirst du es noch immer haben, weil du nicht erkennst, dass es gelöst ist. In dieser Situation befindet sich die Welt. Das Problem der Trennung, das in Wirklichkeit das einzige Problem ist, das bereits gelöst ist, ist das einzige Problem und es ist gelöst. Und dennoch wird die Lösung nicht erkannt, weil das Problem nicht erkannt ist. Ein jeder scheint in dieser Welt seine eigenen besonderen Probleme zu haben. Dabei sind alle gleich und müssen als ein Problem begriffen werden. Wenn die eine Lösung, die sie alle löst, angenommen werden soll. Wer kann sehen, dass ein Problem gelöst ist, wenn er meint, das Problem sei ein anderes? Auch wenn ihm die Antwort gegeben wird, kann er nicht sehen, dass sie zutrifft. Okay, und das wollen wir nicht länger aufrechterhalten. Diesen Zustand wollen wir nicht länger aufrechterhalten. Da gibt es keinen Grund zu warten, sondern es gibt allen Grund zu sagen, okay, dann zeig mir das Problem, wie es wirklich ist. Ich bin bereit, mit diesen Lektionen heute zu gehen und jetzt damit zu gehen, denn das Licht liegt jetzt in ihnen. Das ist die Lage, in welcher du dich jetzt befindest. Die Antwort hast du. Stell dir das mal vor. Du hast die Antwort auf alle Probleme, bist dir jedoch noch immer ungewiss darüber, was das Problem ist. Du scheinst es mit einer langen Reihe verschiedener Probleme zu haben, zu tun zu haben, und wenn eines gelöst ist, stellt sich das nächste und wiederum das nächste ein. Sie scheinen kein Ende zu nehmen, es gibt keinen Moment, in dem du dich völlig frei von Problemen und in Frieden fühlst. Und Jesus hat hier nicht recht, denn es gab einen Moment im Jahr 1998, als ich das Gefühl hatte, ich hatte alle meine Probleme gelöst. Also war ein Moment nach einer Schicht, die ich hatte. Ich war damals 18, hatte gerade einen Führerschein und ich liebte damals das Autofahren genauso wie jetzt. Hatte einen Job nach der Schule und der Job war Pizzabote zu sein. Ich hatte meine Schicht beendet und saß mit meiner Freundin am Elbufer unserer Nachbarstadt und wir haben uns den Sonnenuntergang angeschaut und ich dachte, wow, jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich alle meine Probleme gelöst habe. Und morgen ist ein neuer Tag, da muss ich wieder in die Schule, da muss ich wieder arbeiten und so weiter. Und ich wusste, das wird einfach nur mehr werden, je älter ich werde. Also ab hier an hat Jesus wieder recht und bietet mir die Lösung an, bietet dir die Lösung hierfür an. Ja, und das ist wirklich dein Hierherkommen in der Hingabe an diese Lektion, in der Hingabe, deinen Geist zu trainieren und zu sehen, hey, ich habe gar keine Investitionen in diesem Moment in eine
besonders geartete Lösung, sei es eine weltliche Lösung, noch eine spirituelle Lösung für mein Erwachen oder meine Erleuchtung. Denn ich habe gar keine Ahnung, was das Problem ist. Aber hier bin ich genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Informationen. Denn hier kann ich meinen Geist so ausrichten, dass mir das Problem, wie es in Wahrheit ist, gezeigt wird. Niemand könnte all die Probleme lösen, die die Welt scheinbar in sich birgt. Sie scheinen auf so vielen Ebenen aufzutreten, in so unterschiedlicher Form und mit derart mannigfaltigen Inhalten, dass sie dich in eine unmögliche Situation versetzen. Schau mal, das ist, was wir hier akzeptiert haben. Ja, wir haben uns damit abgefunden, uns in einer unmöglichen Situation zu arrangieren und einzubetten. Und das ist ein wahnsinniger Versuch. Das lässt sich nicht rechtfertigen. Das lässt sich nicht begründen. Da gibt es kein logisches Argument für. Sondern alles, was es gibt, ist hier, hey, ich brauche hier einen ganz anderen Weg als den, den die Welt mir aufgezeigt hat. Denn die Welt zeigt mir einfach nur, dass die unmögliche Situation komplett unmöglich bleibt. Deswegen sagt Jesus hier, Verzweiflung und Depression sind unausweichlich, wenn du sie ansiehst. Manche Probleme tauchen unerwartet auf, gerade wenn du glaubst, die vorherigen gelöst zu haben. Jeder kennt das, du kennst das und nicht nur irgendwann mal letztes Jahr, sondern vielleicht schon heute oder spätestens eine Situation gestern war genau so. Du hast ein Problem gelöst und das nächste taucht auf. Andere bleiben unter einer Wolke der Verleugnung ungelöst, suchen dich heim von Zeit zu Zeit, nur um wiederum noch immer ungelöst versteckt zu bleiben und versteckt zu werden. Und sobald du dich wieder damit beschäftigst, und ich kenne das sehr gut von meiner, sagen wir mal, administrativen Büroarbeit, und dann denke ich, wow, sobald ich anfange, ein Problem gelöst zu haben, fallen mir so viele ein, die ich noch gar nicht gelöst habe, die aber auch noch gelöst werden müssen. Diese ganze Komplexität ist bloß ein verzweifeltes Bemühen, das Problem nicht zu erkennen und es deshalb nicht lösen zu lassen. Könntest du erkennen, dass Trennung dein einziges Problem ist, gleichgültig welche Form sie annimmt, dann könntest du die Antwort akzeptieren, denn du würdest sehen, dass sie zutrifft. Nimmst du die Konstanz wahr, die allen Problemen, die sich dir zu stellen scheinen, zugrunde liegt, nenn diese Konstanz ruhig eine Art von Frequenz, die du erfährst, eine Art von Gefühl oder ein Kontinuum von Erfahrung, eine bestimmte Kontinuumserfahrungsqualität, dann würdest du verstehen, dass du die Mittel hast, sie allesamt zu lösen, denn alle Probleme sind dasselbe. Und du würdest, und sie sind im Geist, aufrechterhalten und du würdest die Mittel einsetzen, weil du das Problem erkannt hättest. Und dann gehen wir in die konkrete Anwendung davon. Wir wollen heute fragen, was das Problem ist und wie die Antwort darauf lautet. Wir werden nicht davon ausgehen, dass wir es bereits wissen, ganz wichtig. Ja. Deine guten Lösungsvorschläge und deine gut gemeinten Vermutungen stehen dir hier im Weg. Ja, wir wollen nämlich versuchen, unseren Geist von all den verschiedenen Arten von Problemen zu befreien, die wir zu haben meinen. Wir wollen zu erkennen suchen, dass wir nur ein einziges Problem haben, das wir nicht begriffen haben. Wir wollen fragen, was es ist und auf die Antwort warten. Und auf die Antwort warten. Wir werden sie bekommen. Dann wollen wir nach der Lösung dafür fragen. Und wir werden sie erfahren. Ein ganz unaufgeregter Jesus hier. Merkst du das? Ist das nicht gut? Schau, wir sind in der letzten Runde dieser Welt. Wir sind in der letzten Runde dieser Zeitlinie. Nicht, weil die Welt zerstört wird, sondern weil du erwachst.
Die heutigen Übungen werden in dem Maß gelingen, in dem du nicht darauf bestehst, das Problem zu definieren. Vielleicht wird es dir nicht gelingen, all deine vorgefassten Ansichten loszulassen, aber das ist nicht nötig. Nötig ist allein, einige Zweifel daran zu hegen, dass deine Darstellung deiner Probleme stimmt. Du versuchst jetzt zu begreifen, dass dir mit dem Erkennen des Problems die Antwort gegeben ist, sodass Problem und Antwort zusammengebracht werden können und du in Frieden sein kannst. Ja, und das ist alles, was immer angeboten ist. Komm in den Frieden. Komm in den simplen Frieden. Die kürzeren Übungszeiten werden heute nicht von zeitlichen Erwägungen, sondern von deinen Bedürfnissen bestimmt. Du wirst heute viele Probleme sehen, die alle nach einer Antwort verlangen. Ja, genauso wie das jeden Tag immer dasselbe ist. Unser Bemühen wird darauf ausgerichtet sein, zu begreifen, dass es nur ein Problem und eine Antwort gibt. Ja, wir sind hier verpflichtet, unseren Geist nicht abschweifen zu lassen, sondern fokussiert zu bleiben. Ein Problem, eine Antwort. In dieser Einsicht sind alle Probleme gelöst. In dieser Einsicht liegt der Frieden. Lass dich heute nicht durch die Form der Probleme täuschen. Jedes Mal, wenn irgendeine Schwierigkeit aufzutauchen scheint, sage dir sogleich: Lass mich dieses Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Versuche dann auf jedes Urteil darüber zu verzichten, was das Problem ist. Wenn möglich, schließe deine Augen einen Augenblick und frage, was es ist. Du wirst gehört werden und dir wird geantwortet. Danke. Danke für diesen Moment des Hörens, der Reflexion und des Nachhausegehens. Nachhausegehen, weil das einzige Problem, was wir hatten, ist gelöst. Und somit brauche ich die Welt nicht mehr dazu versklaven oder zu projizieren, meine Interpretation von Problemlösung ausagieren zu müssen. Okay, ich danke dir. Danke für deine Bereitwilligkeit zu lernen und in Kommunikation mit dem Universum zu sein. Wir sehen uns buchstäblich jetzt.